So, hallo liebe Zuschauer auf meinem Kanal Kino Olli. Heute möchte ich euch einmal mitnehmen auf einen Flohmarkt. Und da sind wir nun. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kino Olli. Ich begrüße euch an diesem wunderschönen Sonntag, nachdem ich einen Flohmarktbesuch gemacht habe. Und bevor ich euch die Filme vorstelle, hoffe ich, das klappt mit dem Ton so einigermaßen. Wie ihr seht, bin ich wieder draußen und da ist die Akustik halt etwas schlechter wie im Wohnzimmer. Ja, was wollte ich euch sagen? Ich war auf dem Flohmarkt und es fing ganz kurios an. Es waren fast keine Stände vorhanden. Ich habe einen Stand gefunden, da habe ich euch auch einmal hier ein kleines Video eingespielt. Und dann war ich da halt am Suchen. Und dann fand ich etwas Kurioses. Dort hat jemand unabgeholte Warensendungen verkauft. Also in Plastiktüten, ob die von Amazon kommen oder sowas, alle für 2 Euro. Und ich frage mich manchmal, wo meine Warensendungen bleiben, die nicht angekommen sind. Ob die da mit bei waren? Ich weiß es nicht. Oder wie man da rankommt? Ich glaube, die kann man bei Amazon irgendwie kaufen, ersteigern oder sowas. Ich weiß es nicht, aber ist auch nicht meins. Ich fand es ein bisschen kurios, dass man die Dinger da kriegen konnte. Wahrscheinlich hätte denn der ein oder andere ja seine eigene Warensendung dann kaufen können. Aber es geht ja nicht um Warensendungen, sondern um Filme. Von daher möchte ich euch einmal vorstellen, was ich tatsächlich gefunden habe. Es war nicht so viel eigentlich, gemessen an den Ständen. Mein Lieblingshändler war nicht da, das war ein bisschen ärgerlich. Von daher war gerade im Bereich von Blu-rays relativ wenig. Aber auch sonst muss ich sagen, es waren viele Stellplätze leer, was sich so ein bisschen gewundert hat. Es ist eigentlich wunderschönes Wetter, es sind Ferien. Vielleicht ist es auch das, dass die Leute ja nicht keine Zeit hatten. Ich weiß es nicht. Ich konnte sie nicht fragen, sie waren ja nicht da. Gut, dann wollen wir mal einfach anfangen, bevor das Ganze hier zu lang wird. Und zwar, ich nehme das jetzt einfach mal so vom Haufen runter. Missing in Action mit dem guten Chuck Norris. Ich habe den nicht und ich habe den halt für einen schmalen Taler. Also der Preis, der hier oben drauf steht, ist... Nee, passte nicht, war es nicht. War weitaus günstiger. Und ich dachte mir, bevor du jetzt mit ganz leeren Händen da runter gehst, nimmst du halt diesen Film mit. Missing in Action. An dem gleichen Stand, weil ich die Befürchtung hatte, es gäbe da gar keine anderen Stände mehr, wo es Filme gab, weil ich bin einmal durchgelaufen und habe, wie gesagt, nur diesen Stand erstmal gesehen. Ein Mel Gibson. Z-Man. Kommando Grüne Hölle. Einer seiner ersten Filme. Ich habe auch reingeguckt, ist kein Bootleg oder sowas. Und die DVDs sind auch kratzerfrei. Ob sie sich abspielen lassen, werden wir dann nachher nochmal sehen. Mit John Philip Law, den Film kenne ich, hatten aber nicht und dachte mir, ja gesagt, bevor du gar nichts mitnimmst, nimmst halt was mit, was du dir nochmal angucken kannst für kleines Geld. Jetzt muss ich einmal gucken, einmal gucken, einmal gucken. Genau. An dem Stand fand ich dann auch noch Blutiger Freitag mit Raimund Harmsdorf. Sagte mir so nix. Kann sein, dass ich den mal gesehen habe. Der Titel sagte mir irgendetwas, aber ich wusste nicht mehr woher. Nein, es ist keine Mischung zwischen Blutiger Valentinstag und Freitag der 13. So viel kann man schon mal noch, kann man schon mal sagen. Ich lasse mich überraschen. Und ich habe für diese drei Filme, das ihr bezahlt, also 3 Euro pro Film, ich glaube, für einmal gucken, wenn sie schlecht sind, kommen sie in eine Tauschkiste. Es findet sich bestimmt irgendeiner, der daran Interesse hat. Schauen wir mal weiter. So, dann, ich muss ein bisschen sortieren. Bin ich noch mal so ein bisschen da durchgelaufen und auch mal so ein bisschen an den Ständen hinten rumgeguckt, weil vorne in der Auslage war relativ wenig.
Und da fand ich dann bei einem Stand, der eigentlich Werkzeug hatte, also ausrangierte Hämmer und so weiter, kennt ihr bestimmt von den Flohmärkten, von den Trödelmarken her, da war hinten noch eine Kiste, das waren zwei Kisten. Und dann habe ich ihn gefragt, was die Dinger kosten sollen. Ja, zwischen 1,50 und 3 Euro. Ja, gut, guckst du mal nach. Und dann fand ich tatsächlich das Boot. Asche auf mein Haupt, der ist natürlich bis jetzt nicht physisch in meiner Sammlung gewesen. Ich kenne den Film natürlich, ich kenne auch die Langfassung. Also das ist jetzt nicht, oh, das Boot zum ersten Mal schauen. Nein, und das ist hier die Special Edition. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange die geht. Ist auch eigentlich relativ egal. Ist da Director's Cut. Ich glaube, das ist die. Ich weiß nicht, wie lange. Steht natürlich hinten drauf, wie lange die geht. Und zwar 208 Minuten. Ich glaube, das ist dann halt ein bisschen komprimiert. Habe ich den jetzt auch in meiner Sammlung? Dann gab es auch mal wieder zwei Schnapper. Und zum einen war es Mel Gibson, Payback. Ich musste tatsächlich erstmal gucken, ob ich den hatte, weil mittlerweile hat man ja schon recht viele. Ich glaube, ich gehe jetzt in Richtung 60 Filme. Ich weiß, manche haben über 120, 130 Filme. Für mich ist das schon in dieser kurzen Zeit eine relativ gute Sammlung. Und trotzdem habe ich nicht alle Filme, ja, im Kopf, aber als Bild gespeichert auf dem Handy. Von daher, Mel Gibson hatte ich noch nicht. Ein Schnapper für den Schnapper. Dann an dem gleichen Stand, wo ich den Film Das Boot gefunden habe, Three Kings. Es ist schön, König zu sein. Ja, das gefällt mir auch. Auch nicht das, was hier drauf stand. Ich habe für das Boot und den Kollegen hier 3 Euro bezahlt. Ich glaube, das ist akzeptabel, oder? Ja, hier oben ist das nicht ganz so schön. Da muss ich mal gucken, wie ich das wegkriege. Ich habe da schon eine Idee. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, mit Alkohol, mit einwertigen Alkohol das wegzukriegen oder auch mit. Muss man gucken, dieses Papier ist halt ein bisschen problematisch. Also mit Öl kann man das auch wegmachen, aber dann nur auf Kunststoffoberflächen. Denn auf Papier hinterlässt das dann auch Reste. So, und dann war ich eigentlich durch mit dem Flohmarkt und sagte zu meinem Junior, lasst uns noch ein Eis essen. Ja, nun auf dem Weg dorthin stand unten noch eine kleine Kiste. Ich habe da oben nur gesehen, einen Barbie-Film. Gut, das war jetzt nicht das, was ich suchte, aber es hat mich neugierig gemacht und dann habe ich meinen ja, Körper in diese Richtung bewegt und habe da noch zwei Blu-rays gefunden. Einmal John Carpenters The Ward. Ich weiß, dass kein Meisterwerk ist, aber für, was habe ich bezahlt? 2 Euro. Kann ich den mal gucken. Wie gesagt, auch wenn er mir nicht gefällt, dann wandert er in der Tauschkiste. Ist ja nicht ganz so schlimm. Und Conjuring 2. Ich glaube, ich habe den ersten Teil. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, The Nun. Wie gesagt, ich wollte mich da mal so rantrauen an das ganze Universum. Und wenn ich das dann komplett habe, schaue ich das da durch. Und ich glaube, der passt da ganz gut in meine Sammlung oder in die zukünftige Sammlung. Und ich lasse mich überraschen. Ja, das war die Ausbeute vom Flohmarkt am Sonntag. Wie gesagt, ein bisschen enttäuscht von der Anzahl der Stände, dass da relativ wenig war. Gut, ich habe aber noch so viele Filme zu Hause, da ist das nicht ganz so tragisch. Ich habe da noch einiges zum Weggucken. Dann habe ich auch noch ein bisschen was zu tun. Ja, das reicht dann auch erstmal. So, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Und falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben machen. Falls es euch nicht gefallen hat, auch gerne den Daumen nach unten. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das mit einem kostenlosen Abo nachholen und dann auch gleich die Glocke aktivieren, damit ihr die Sonne blendet, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Das war es auch schon von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag.
Eventuell schaut ihr heute noch einen Film oder ihr schaut Fußball. Ihr wisst, heute ist das Finale der EM zwischen Spanien und England. Ich lasse mich überraschen, wer gewinnt. Ja, das war's von mir. Ich denke, viele von euch werden wahrscheinlich schon Urlaub haben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Urlaub oder wieder einen schönen Start in die Woche, je nachdem. Und ja, macht's gut. Euer Kino Olli. Ciao.